In diesem Video erfährst du, was es wirklich bedeutet, wenn dein oder deine Ex bestimmte Dinge sagt. Wir nehmen hier also häufige Aussagen her, die du vielleicht auch schon vom Ex bekommen hast oder noch bekommen wirst, und schauen uns mal an, was tatsächlich hinter diesen Aussagen steckt. Ich bin Lena und unterstütze zusammen mit meinem Team bei Szenario 2 Menschen, die mit dem Ex wieder zusammenkommen wollen. Und wir halten uns jetzt gar nicht lang auf und starten gleich los, würde ich sagen. Nämlich, was ist los, wenn der Ex sowas sagt wie, ich melde mich später. Ich melde mich später, sagt der Ex meistens dann, wenn er zwar schon irgendwo mit dabei ist und es okay ist, dass man wieder Kontakt hat, aber du bist halt noch nicht die Priorität Nummer 1 geworden. Was ja auch ganz klar ist nach der Trennung, dass das nicht sofort wieder der Fall ist. Der Ex hat also auch andere Dinge zu tun und beschäftigt sich mit anderen Gegebenheiten. Und dann kann es schon mal sein, dass du eine für dich sehr wichtige Nachricht schreibst und als Antwort nicht inhaltlich was zurückkriegst, sondern einfach nur, ich melde mich dann später bei dir. Das heißt, der Ex vertröstet dich hiermit sozusagen auf die Zukunft. Und ich kenne das von ganz vielen Klienten und Klientinnen und vielleicht geht es dir ja auch so. Man selbst beginnt dann ab diesem Zeitpunkt zu fiebern, wann dieses später endlich eintritt. Man denkt sich dann, später ist ja eh gleich, zum Beispiel in einer Stunde oder gleich schon am Abend oder so. Und dann kommt aber die Erkenntnis, der Ex hat leider mit diesem später nicht das gemeint, was man selber damit gemeint oder auch gehofft hat. Das später kann leider auch erst in einer Woche später sein. Was steckt also wirklich dahinter und was meint der Ex tatsächlich, wenn er schreibt, ich melde mich später? Es ist meistens sowas wie, okay, schaue ich mir gleich alles an, was du mir geschrieben hast, habe aber gerade anderes zu tun, du musst ein bisschen warten und bist nicht mehr die Nummer 1. Das kann sehr verletzend sein und das Drama an dieser Situation entsteht dann meistens dann, wenn man das ein bisschen umdeutet und sich denkt, okay, wenn er sich schon nicht für mich interessiert, warum sagt das dann nicht einfach? Oder warum meldet sie sich nicht wirklich später, wenn sie es schon sagt? Warum sagt sie nicht einfach gleich, sie hat keine Lust mehr auf mich? Das heißt, man setzt dieses später gleich mit absolut kein Interesse und das ist aber meistens gar nicht so der Fall. Jetzt gehen wir hier weiter zur Nummer 2, nämlich auch einem Klassiker nach der Trennung mit versteckten Botschaften, nämlich wenn der Ex so ein Herz-Emoji schickt. Das Herz-Emoji steht natürlich stellvertretend für alle weiteren Küsschen-Emojis und Lippenkuss-Emojis und auch Emojis, die für andere vielleicht nichts bedeuten, aber für euch beide eine wichtige Bedeutung hatten. Zum Beispiel, wenn ihr immer das Küken geschickt habt, so als Art Zuneigungssymbol, weil ihr aufeinander aufpasst. Also so diese klassischen Insider-Symbole, die man vielleicht in der Beziehung entwickelt hat. Was meint der Ex wirklich, wenn er sowas schreibt oder schickt? Wir unterstellen deinem Ex jetzt mal, dass er ein bisschen mitdenkt und das nicht einfach nur so zufällig als Symbol drückt. Kann natürlich als Ausnahme immer mal vorkommen, besonders dann, wenn man schnell schreibt. Aber in aller Regel ist da schon eine Absicht dahinter. Indem der Ex auf dieses Emoji drückt, drückt er dir gegenüber eindeutig Nähe und Zuneigung aus. Vielleicht ist es auch eher ein schüchternerer Ex, der so konkret da jetzt gar nicht so in die Offensive gehen wird und dem das vielleicht auch unangenehm ist. Das heißt, es ist auch wichtig, dass du beobachtest, was der Ex so zwischen den Zeilen kommuniziert und welche Andeutungen er macht. Das kannst du selbst auch ganz geschickt in die Ex-Rückstrategie einbauen. Zum Beispiel auch dann mehr Bilder nehmen, mehr Lieder schicken und einfach generell mehr in Bildern sprechen, wenn du eben merkst, dass sich der Ex hier auf eure oder auf diese Herz-Emojis bezieht. Aus meiner Erfahrung weiß ich, dass viele dann recht verwirrt sind, weil sie sich denken, komisch, überraschend, warum schreibt er das jetzt so? Es heißt für dich aber generell auch, dass du dir deiner Sache, dass du dir deinem Ex-Drück-Projekt ein bisschen sicherer sein darfst. Vielleicht jetzt nicht gleich alles überstürzen und in der nächsten Interaktion trotzdem der Strategie treu bleiben, aber auch ruhig so ein zuneigenderes Emoji verwenden. Damit gehen wir gleich weiter zur Nummer 3, nämlich wenn der Ex vom Ich zum Wir geht.
Damit meine ich folgende Aussagen. Wir mögen das, wir sind ja Weintrinker. Oder zum Beispiel auch bei einer Klientin, da hat der Ex geschrieben, das schaffen wir schon. Die Situation war so, dass meine Klientin ein bisschen überfordert in der Arbeitssituation war. Und der Ex hat sie dann eben beruhigt mit diesen Worten und gesagt, das schaffen wir schon. Sie war natürlich hoch erfreut, weil aus diesem Wir hervorgeht, er sieht sich da weiterhin an ihrer Seite und scheut sich auch nicht, das zu betonen, dass sie quasi so im gleichen Boot sitzen. Auch wenn der Ex im Wir eben über die Zukunft spricht, trifft das zu. Also im Sinne von, ja, so Weihnachten, Ostern kann man ja mal dies und das machen oder dort fahren wir mal auf Urlaub hin. Was bedeutet sowas also? Das heißt, dass der Ex irgendwo auch gerade testet, wie es jetzt eigentlich um dieses Wir steht. Und eigentlich outet er sich ja auch schon bereits hier positiv über das Gemeinsame. Er stellt so eine Verknüpfung und Verbindung an zwischen euch beiden. Das ist generell immer was Gutes, würde ich sagen. Es passiert übrigens häufig dann auch, wenn der Ex mehr oder weniger bewusst anfängt, dich auch zu testen in dem Sinne, ob eine zweite Beziehung mit dir gut funktionieren würde. Welche Tests der Ex da vielleicht noch anwendet, das erklärte der Stefan in dem Video hier oben. Solche Wir-Botschaften bedeuten also, dass sich der Ex so mit dir im Boot sitzend sieht und diese Zugehörigkeit auch benennt. Das heißt für dich, du kannst dich ruhig auch trauen, ein bisschen mehr auf den Ex zuzugehen, mit Maß und Ziel natürlich, weil der Ex da jetzt generell offener für mehr ist. Damit geht es für uns weiter zu Nummer 4, nämlich der Ex sagt, er mag gerade keine Beziehung. Meistens sagt das der Ex so generalisierend im Sinne von, ich mag jetzt gerade überhaupt keine Beziehung, auch nicht mit wem anderen. Also so nach dem Motto, Beziehung generell mal gar nicht. Das heißt, dass der Ex sich unsicher ist, ob er nicht vielleicht auch selbst einen gehörigen Batzen Mitschuld an der Trennung hat. Und anstatt, dass sich der Ex diese Details, die es dazu geben könnte, jetzt tatsächlich anschaut und hernimmt und vielleicht auch durcharbeitet, geht der Ex in diese Abwehrhaltung und sagt, puh, bin dabei mal fertig mit Beziehungen. Es kann aber auch sein, dass diese Generalisierung eben so ein Schutzschild ist, weil er in Kontakt mit dir bleiben möchte, aber er gleichzeitig auch mag, dass du dir jetzt nicht allzu große Hoffnungen machst. So ist der Ex so gesehen immer fein raus, weil er hat dir gesagt, ich will keine Beziehung haben. Das heißt jetzt für dich, wenn du deinen Ex zurück möchtest, da musst du dich jetzt ein bisschen mit der Zeit anfreunden, weil der Ex einfach noch ganz krass dabei ist, die Trennung zu verdauen. Du solltest jetzt also auf keinen Fall zu vorschnell weitermachen und du auch noch nicht Beziehungsfragen stellen oder so jetzt zu nahe dem Ex zu berücken. Du dich eher mal in den Ex hineinversetzen und geh da auch richtig in dieses Kennenlernen zwischen euch rein, auf der Phase, die für den Ex halt irgendwo gerade möglich ist. Das heißt, wenn du merkst, dass es da auch bei dir ein bisschen dann weiter vorwärts geht, erst dann kannst du die Liebesfragen ausprobieren. Mit denen kannst du den Ex dann langsam wieder öffnen und tiefere und persönliche Gespräche führen, aber nimm hier ruhig nochmal ein bisschen Abstand, damit du nichts überstürzt. Die Liebesfragen haben einen coolen Aufbau, weil da gibt es am Anfang welche, die nicht so persönlich sind und sich über die Zeit dann steigern. Und das ist auch der Grund, warum die so gut funktionieren. Und wie du die bekommst, ganz einfach, du kannst dir bei uns hier den Zugang dazu sichern. Keine Sorge, ist komplett kostenlos. Da erfährst du dann, wenn du da oben hinklickst, wie es für dich weitergeht mit den Liebesfragen. Also wenn der Ex sagt, dass er gerade keine Beziehung mag, zuerst mal ein bisschen Zeit geben, ein bisschen Zeit auch nehmen für dich, um damit du den Abstand gut aushältst und dann langsam mit den Liebesfragen beginnen für einen steigernden Aufbau. Wir gehen hier jetzt weiter zum nächsten Klassiker, was der Ex sagt und was er wirklich meint, nämlich wenn er so einen Ausdruck von Unverbindlichkeit in den Raum stellt. Wie äußert sich das? Man selbst überwindet sich vielleicht gerade und traut sich endlich den Ex was Konkretes zu fragen. Zum Beispiel, können wir dann hier und dort mal hinfahren und einen Ausflug machen? Oder hast du Lust, dass wir nächste Woche gemeinsam Tennis spielen?
Und daraufhin kriegt man vom Ex dann aber leider so eine unverbindliche Gatsch-Antwort geliefert. Wie zum Beispiel sowas wie wahrscheinlich oder vielleicht. Manche sagen auch, schauen wir mal, das sehen wir dann noch. Ich meine hier aber auch so Dinge wie, wenn der Ex sagt, vielleicht wird sie wieder mal was zwischen uns. Oder auch nach der Trennung sagen manche sowas wie, vielleicht vermisse ich dich ja eh, ich muss da mal reinfühlen, vielleicht passt es dann wieder. Ich muss einfach mal hier nachfühlen und schauen wir mal, wie ich mich dann fühle. Was sagt der Ex also damit aus? Er meint einerseits, dass er nicht ganz weggehen möchte, sonst würde es bestimmt schaffen, hier eine verneinende Aussage zu treffen oder ganz einfach nicht mehr zu antworten. Aber der Ex ist schon noch sehr ausweichend, das heißt, er ist sich nicht so ganz selbst im Klaren über die Dinge. Oft ganz einfach auch, weil er sich nicht fixieren möchte und weil er die Entscheidungen vom Gefühl her trifft, die er in der jeweiligen Situation hat. Nur oft weiß man noch nicht, wie jetzt die Gefühle sich da langfristig entwickeln werden. Generell, wenn der Ex also eins von diesen Dingen sagt, die ich hier im Video erwähnt habe, lass dich davon bitte nicht verrückt machen. Bleib weiterhin bei der Ex-Zurück-Strategie von Szenario 2, die führt dich da gut Schritt für Schritt weiter durch. Und wenn du dir vielleicht Gedanken darüber machst, ob der Ex dich vielleicht gerade testet und wie du dann mit Bravour auf diese Tests reagieren kannst, so dass ihr euch schon gut miteinander wieder annähern könnt, das erfährst du hier im Video von Stefan neben mir. Das war's von mir an dieser Stelle. Bis bald und alles Liebe.